Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty Kampagne. Heute haben wir die beiden Achievements Gute Miene zum bösen Spiel und das muss reichen machen. Das heißt, wir müssen auf schwer spielen, wenn wir beide zusammen erfüllen wollen, dürfen keine BBS aufbilden und müssen 25 Einheiten mit Adler-Spinnenminen töten. Schwer war's, ne? Ja. Das, vor allen Dingen keine WWFs zu bauen, wird für mich echt schwierig. Aber gut. Kriegen wir schon hin. Wir haben ja wenigstens Mules. Herhören, Jungs. Wir haben einen Deal mit Mira Hahn. Lasst uns mal an die Arbeit gehen und diesen Adjutanten zurückholen. Okay. Durchgeladen und entsichert. Los, los, los! Dafür wird das ja hier jetzt nicht ganz so schwer sein. Wir raten hier Schiffe auseinander. Es sollte nicht allzu schwer sein, genug Altmetall zu sammeln, um Mira auszubezahlen. Adler, brauchen Adler wohl ein Techlab oder? Das weiß ich jetzt nicht. Oh, ich will immer WBS bauen. Fertiggestellt. Oh, jetzt noch zu bauen parallel ist auch echt, echt eine Qual. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. So. Beide auf 7 bitte. So, jetzt ist endlich der Doktor da. Das ist schon mal gut. Da kommen die Adler. Ich habe ein kleines Geschenk für Matt und dich da gelassen. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu geben, als ihr Jungs das letzte Mal hier wart. Verdammt, Jimmy. Okay. Mit sind Reaktor. Das etwa Adler? Gut beobachtet, Tychus. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Basis mit Miden sichern. Das sollte Orlan aufhalten. Okay, okay. Na doch. Hey Leute. 25 Runden, hat er gesagt. Okay, mehr Adler. Brauchen mehr Adler. Null Problemo. Oh, das war's. Ärgerlich. Alles klar. Her damit. Oh, das war's. Na doch. Alles klar. Nein! Okay, okay. Die Straße ruft. Okay, okay. Null Problemo. Was soll's sein? Na doch. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Ich möchte auf euch auf 1 und bauen jetzt erstmal hauptsächlich mit Adlern weiter. Dann machen wir bei dir auf 1. Und bei euch auf 2. Alles klar, her damit. Diese Schredder produzieren ständig Schrott, den wir wiederverwerten können. Wir sollten hier später noch einmal nachsehen. Ärgerlich. Oh, das war's? Alles klar, her damit. Die Straße ruft. Null Problemo. Benötige weitere Depots. Klar doch. Okay, okay. Nur zu. Hallo. Null Problemo. Okay, okay. Oh, das war's. On to be wild. Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen. Na doch. Ab zur Nummte. So, hier haben wir geklärt. Ja. Was soll's sein? Ist was? Die Straße ruft. Null Problemo. Okay, okay. Oh, das war's. Alles klar. Her damit. On to be
Dass diese Spinnenminen da nicht triggern. Triggert doch. Also gegen WWFs triggern offensichtlich die Spinnenminen nicht. Schlimme daran ist vor allem, dass wir jetzt irgendwie relativ wenig Minerals haben aktuell. Und Orlin schon ziemlich viel. Problem ist jetzt, dass wir zwar jetzt mit unseren Adlern zurückfahren. Aber da ja immer noch schnell ein Push kommen kann vom Gegner, ne? Aber das Achievement sagt ja nicht. Nee, dass wir das machen müssen, bevor. Bevor irgendwas Bestimmtes ist. Dementsprechend können wir jetzt auch einfach versuchen, das wirklich schnell zu erreichen, dieses Ziel. Um dann danach BBS ausfüllen zu können und eben dieses Ziel zu erreichen. Nee, bitte nicht. Aber sicher. Noch was? Ich kümmere mich. Der Reigenfeld erschöpft. Basis wird angegriffen. Sehr ehrlich. Der Reigenfeld erschöpft. Wird gemacht. Warum nicht? Das kaum. Worauf soll ich warten? Durchgehen. Der Reigenfeld erschöpft. Hier komm ich. Wie wär's denn mal mit helfen? Ja, wie wär's denn mal mit zurück? Ich, das reicht noch nicht. Worauf soll ich ballern, Sir? Kommt noch was? Was nicht passt, wird passen. Na gut. So, das muss reichen. Haben wir jetzt erzielt. Sehr gut. Dann einmal zusammensammeln. Du fließt hier hin. Und ihr geht einfach mal hier hin. Jetzt dürfen wir Worker ausbilden. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt noch genug Leute mit Spinnenminen töten. Und das funktioniert ja eigentlich relativ easy. Wir brauchen einfach möglichst viele Adler. Nicht genügend Mineralien. Und legen überall Spinnenminen hin. Und dann legen wir die mal auf 8 und pumpen hier ab. Vielleicht sogar aus einer weiteren Factory. Gas haben wir genug. Nicht genügend Energie.
RTF einsatzbereit. Alles klar, her damit. Mit dabei. DBS bereit. So, weil wir dürften eigentlich auch nicht so weit weg sein von diesem der Killzahl, die wir brauchen. On to be wild. Na doch. Oh, das war's. Okay, okay. Die Straße ruft. Ja, die kriegen wir natürlich nicht, weil das Sanitäter sind. Wie ein gefüllter Blitz. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Erweiterung fertiggestellt. Okay. Da ist er doch schon. So, das heißt, wir können jetzt dann doch sagen, völlig unnötig, was wir hier gerade gemacht haben. 180 Minen zu bauen. Nicht genügend Energie. Viel sinnvoller wäre es gewesen, eine vernünftige Armee zu bauen. Aber macht nichts, die haben wir ja gleich. Der schießt nicht immer einfach auf mich. Das gehört sich nicht, Monsieur. Zack. Mineralienfeld erschöpft. Ändern wir das mal schnell wieder. Ich weiß, ich habe den zwar gerade von dem dahin geflogen, aber macht nichts. Manchmal wird die Priorisierung ja geändert. Einfach, weil wir das Achievement mit erreicht haben. So. Nicht genügend Energie. Gut, dann einmal hier. Hatte ich jetzt gerade eigentlich gemutet? Nein. Lauter. Gut. Jetzt lass mal den Tank da bitte raus. So. Nee, es ist hier. Ich hab ja ein kleines Geschenk für dich. Ja, ist ja gut. Schenk mir mal. Herr Wurms, danke. Und ihr kommt auch wieder einmal mit. Oh, da ist ja schon der Battlecruiser. Ja, eigentlich können wir da auch eben hochpushen, oder? Mit dem Tank. Nee, ist nicht mal ein Tank auf dem Schwierigkeitsgrad. Schnell einmal guten Tag sagen hier an der Planetary. Und dann ist da doch schon der Adjutant wieder rausgesprungen. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt hier alle Achievements aus Halsabschneider erzielt und können fortfahren. Brücke der Hyperion. 13.03 Uhr Bordzeit. Bordzeit. Schwieriges Wort. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengsk beteiligt war? Mengsk, Arcturus. Ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Sünd von Kohan. Status: Kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir.
Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige, ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Max festnageln. Uiuiuiuiui. Der Protoss-Tank hat wieder was Neues. Statmans Logbuch Eintrag 2299. Ich habe diese anormale Sphäre oberhalb des Kristalls betrachtet. Sie ist offensichtlich eine Art Energieemitter, aber die Eindämmung ist so stark, dass der Kristall langsam Energie entziehen kann. Wie kann ich nicht sagen, aber da fällt mir etwas ein. Wenn ich unsere eigene Eindämmungsmethode erschaffen könnte, könnte ich die Kapazität für den WBF-Bauprozess ohne Risiko verdoppeln, glaube ich. Durchbruch, die Energie in diesem Kristall wird nicht in einem Vortex-Muster eingeschlossen. Er hat die Energie so schnell umhergeworbt, dass ich sie nicht entdecken konnte. Durch irgendeinen Zufall hat sich das Warpen kurz verlangsamt, sodass die Sensoren es erfassen konnten. Wie oder warum, weiß ich nicht. Sobald ich mit dieser Probe am Ende meines Lateins bin, passiert ein Zufall und mir gelingt der Durchbruch. Hilft er mir dabei? Eindeutig zu lange gearbeitet. Ich verzock lieber noch ein paar Credits bei Lost Viking. Ja, ein paar Credits bei Lost Viking verzocken habe ich auch probiert. Das werdet ihr am Ende dieser Folge nochmal sehen, weil sie ein bisschen kurz ist. Habe ich so ein bisschen als Bonus schon mal aufgenommen für so ein paar Sachen. Können aber eben noch einmal gucken, was wir hier forschen wollen. Automatisierte Raffinerien. Raffinerien benötigen zur Förderung von Westpinas keine WBS mehr. Oder aber ermöglicht den gleichzeitigen Abbau von 2 WBS. Das ist schon stark. Beides ist stark. So ein Quatsch, den wir hier erforscht haben, hätten wir vielleicht beides hier haben können. Automatisierte Raffinerien sind auch echt nicht schlecht. Aber doppelt so viele WBS am Anfang finde ich aktuell stärker. Deshalb nehmen wir das mal mit. Ja, und dann gehen wir auf die Schiffsmesse. Hier gibt es noch ein Gespräch von Tykes und die Nachrichten. Das werden wir uns aber erst beim nächsten Mal anschauen. Denn jetzt seht ihr einen Ausschnitt von mir, wie ich mich an Lost Vikings versuche. Zumindest so ein bisschen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wie gesagt, jetzt gibt es einen kleinen Übergang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty Kampagne. Und heute mit der ersten Special-Folge. Ich habe mich dazu entschlossen, wir starten heute mit Lost Vikings. Lost Viking sogar. Ich bin gespannt, wie weit wir da kommen. Du, mächtiger Viking, hast dich verirrt. Finde einen Weg zurück nach Vikingville. Aber sei vor dem bösen Terratron auf der Hut. Er kann dich nicht leiden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich weiß nur, dass ich echt schlecht da drin war, als ich das erste Mal selber gespielt habe. Wir greifen mit einer Leertaste an. Pfeiltasten bewegen oder auch W und S geht auch. Bomben ist Steuerung. Und Menü ist Escape. Steuerung? Kann ich auch... Ne. Ich muss vielleicht mit der rechten... Okay. Ich denke mal, dass ich die gleich alle nicht mehr haben werde. Wir starten mal. Mal gucken, wie es hier geht. Ich weiß auch nicht, wie unterhaltsam das ist, aber ich wollte hier ja alle Achievements zeigen. Ich weiß auch gar nicht, da gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal einmal an, was die Achievements genau sind. Level 1 geht hier ja noch. Offensichtlich. Bisher jedenfalls. Oh, jetzt können wir geiler schießen hier. Einfach immer spammen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir, wenn wir andere Upgrades einsammeln, uns auch verschlechtern können. Ich denke wahrscheinlich schon. Da haben wir uns schon ein Leben verloren. Alter, die Phoenix halten aber auch viel aus hier. Jetzt haben wir so eine Plasma-Rakete. Die ist ja richtig kacke. Warum haben wir denn die Plasma-Rakete eingesammelt?
Alter. Ich habe Bombe gedrückt, aber ich habe auf die Taste Nebensteuerung gedrückt. Oh, man hat dann noch ein Leben, okay. Also wie ihr seht, verliere ich hier schon im ersten Level. Ich bin echt nicht gut da drin. Alter, diese Viecher sind aber auch, also diese Phoenixes sind aber auch echt nicht ohne. Die schießen schlimmer, als sie im Spiel schießen, würde ich mal behaupten. So, hier ist, glaube ich, eine ganz gute Position gerade. Wie lange dauert es, bis wir Level 2 kommen? Warnung, Boss im Anflug. Okay, das erklärt das wahrscheinlich. Wo ist Terratron? Wahrscheinlich ist noch nicht Terratron. Ist es erstmal ein Carrier. Alter, es geht so viel ab auf diesem Bildschirm. Das war ganz schön knapp gerade. Alter. Wir sind auf jeden Fall schon im neuen Rekord, was daran liegt, dass wir vorher noch gar keinen Rekord hatten. Wenn wir jetzt noch eine Bombe hätten, ne? Haben wir. Wir haben noch zwei Bomben sogar. Ich denke, wir haben jetzt erstmal das Ziel, Level 1 zu schaffen. Das wird schwer genug. Okay. Das ist nicht mehr so viel. Offensichtlich macht das dem Boss eigentlich gar keinen Schaden, wenn wir hier die Bombe abfeuern. Ich nehme an, dass man die Bomben auch mitnehmen kann ins nächste Level, aber das wird jetzt nichts mehr für uns. Wir sind so kurz davor. Wir haben ihn geschafft. Wir haben Level 1 geschafft. Level 1 beendet. Alles abgeschossen, gefühlt. Ne, 84% nur. Weiter mit Leertaste. Level 2. So, wir haben die gleichen... Also, wir haben immer noch keine Leben mehr. Ich guck mal einmal, kann man... Ne, man sieht hier gar nicht, was die Achievement-Ziele sind. Oh, jetzt kommt Zergis. Oh, und ich bin schon tot. Okay. Das hat ja lange gehalten. Wir gucken mal einmal, was denn die eigentlichen Ziele wären. Ich denke, wir werden das jetzt auch erstmal aufhören mit. Aber ich wollte euch schon mal einmal zeigen, was das große Schwierigkeit in dieser Kampagne werden wird. Story Mode. Lost Vikings, da war es gerade. 125.000, 250.000, 500.000. Wir haben 23.000 erzielt. Naja. Ich würde mal sagen, das werde ich vielleicht nicht komplett in diesen Playthrough mit reinschneiden, dass ich diese Achievements bekomme. Ich würde deshalb sagen, das war's für heutige Folge. Schön, dass ihr diesen Bonus noch geguckt habt. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken, unten rechts ein Anspruch von mir und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.